müssen eigentlich unbedingt die beiden loswerden, weil dann. Ja, dann haben sie mal wieder eine neue Führung, die. Okay, gut, ich habe kein gutes Argument dafür. Gerade. Aber ja, wobei, neue Führung, frischer Wind. Ja, stimmt, das. Das wäre ein gutes Argument, was mir gerade hereinfallen wollte. Amazing. Ich glaube, ich habe schon langsam mehr als genug Holz für mein Haus. Ah. Ich glaube, ich habe jetzt über 2 Stacks Rohholz. Oh, mein Bett habe ich schon mal verschönert. Naja, verschönert ist schon eine so Sache. Nö? Wie habe ich denn jetzt mit einem Wasser den Holz gesetzt? Den Holz? Gesetzt. Den Holzplank. Kann, ich wegen, kann ich wegen einer Dings. D-Planke, Dings da, Bums da. Alge. Ja. Algenwurzel. Danke. Alter, ich hab voll die geile Idee, klar. Für mein Haus, oh, das ist ein Creeper. Ich hoffe, das ist nicht die Idee. Nein. Die Idee hatte ich schon vor. Wo willst du mich hinbauen? Bei meinem Höhleneingang. Jetzt wisst ihr, wo der ist. Ist erstmal geheim. Neben der Höhle! Ja, spätestens wenn du dein Haus da hingesetzt hast, dann sieht man doch, wo das ist. Ja. Und? Na, wie sie meinen. Ich hab hier schon. Ich habe letztens ein voll interessantes Thema gelesen. Und zwar über Transgender im Sport. Aus. Nein, im Sinne von jetzt zum Beispiel im Boxen. Oder gerne im Kampfsport. Was? Wenn da jetzt im Prinzip das Beispiel von einem Mann, der mal eine Frau war. Nee, quasi andersrum. Eine Frau, die mal ein Mann war, gegen eine andere Frau kämpft, ist die doch theoretisch eigentlich im Vorteil. Ich hab dir gerade nicht richtig zugehört. Wiederhol mal bitte. Ich war gerade irgendwie auch schon raus. Wenn jetzt beim Kampfsport. Raus nach dem, was Franz Fenner gesagt hat. wenn beim Kampfsport beispielsweise jetzt eine Frau antritt, die mal ein Mann war früher, dann tritt die ja logischerweise auch gegen andere Frauen an. Das ist ja da so gegliedert. Ja. Aber in der Theorie hat die Mannsfrau, nenne ich es jetzt mal, ohne es diskriminieren zu wollen, doch eigentlich einen Vorteil, körperlich. Ja. Das ist ja nicht abzustreiten. Das verfälscht ja so ein bisschen den Wettbewerb dann irgendwie. War ja schon immer. Wieso war er schon immer? Nee, vergiss es. Ich hatte gerade so einen Gedankengang. Nee, das lassen wir lieber. Jetzt bin ich verwirrt. Nein. Ich will nicht Opfer von irgendwelchen Geheimdiensten werden. Ich bin raus. Geheimdiensten? Das gibt's doch nicht. Doch, die gibt's. Was? Geheimdienste gibt's? Nein. Hab ich mein Schwert jetzt weggeworfen? Im Ernst? Ey, was wirfst du heute alles weg? Wo ist das jetzt hin? Scheiße, der Creeper kommt zu mir. Schwert ist weg. Mate, er hat sein Schwert verloren. Dann nehme ich halt das andere, aber. Egal. Das war wieder maximal verteilt. Nee, ich hab's. Herzlich willkommen bei der Gaming-Anstalt. Es war jetzt gerade einfach weg. Weißt du, wenn ich es weggeworfen hätte, hätte es ja irgendwo liegen müssen, oder? Ja. Das stimmt allerdings. Doch nicht. Verpiss dich, Creeper, verpiss dich, Finde ich jetzt aber nicht nett, dass du sowas zu mir sagst. What? Say what? Och, als ob der beim Namen dritten Schlag noch gelebt hat. Flachsam. Du hattest gerade also denselben Gedanken wie ich. Finde ich. Also blöd. Flachsam. Vor allem, weil ich heute so diese Folge von Family Guy gesehen habe. Jetzt Tür mit Schlachtsahne.
Sag mal Schlagsahne. Schlagsahne. Schlag. Sag mal Schlag. 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 Schlagsahne. So. Schlagsahne. Da hat er nur mal Schlag gesagt. Hey. Ja, Schlag kann er, aber Schlagsahne kann. Schlachtfeld. Moment, da heißt es wirklich Schlacht, scheiße. Schlagfeld, was? Scheiße, ich habe halt nur Schlachtfeld gedacht, ja okay, passt doch, aber das heißt tatsächlich Schlacht. Geht mal bitte gleich ins Bett. Jetzt hab ich nee, ist doch noch so früh. Ist doch erst kurz vor 8. Arsch. Louis? Ja, du hast angefangen. Ja, wieso ich? Ja! Ich hab doch gar nichts gemacht! Oder war's? Nee, Chris war's. Das war Chris gerade! Und jetzt werd ich ja auch nur. Unverschämtheit, ne? Ja, nee. Das geht ja mal gar nicht. Doch? Ne? Doch? Ne? Doch? Ne? Oh. So, jetzt muss ich gerade mal meinen Host. Ich will plötzlich ein Creeper. So, ich lieg schon mal. Okay. Sag Bescheid, wenn's Tag ist. Ich bin noch. Warte mal, ich muss ja noch zurückrennen. Ah. Oh, Chris, ich lese gerade deine Frage, wann bist du TS am K? Ja. Bisschen früh, oder? Wann bist du jetzt TS? Morgen. Okay. Um 4. Uhr morgens. Nee, 4 Uhr morgens, da bin ich zwar wach, aber dann bin ich gerade auf dem Weg Richtung Arbeit. Oh ja. Also ich liege. Ich liege auch. Chris ist weg, hä? Ja. Ah ja, ah. Okay, alles gut. Ich dachte gerade, es geht nicht weiter, deswegen war ich. So. Sportsfreund Stefan. Hallo. Ich hab schon wieder mein Schwert weggeworfen. Sag mal, was ist los mit dir? Keine Ahnung, aber ich könnte hier wenn ich das beantworten könnte, wäre. Ich brauche nachher doch etwas mehr Erde, um hier noch ein bisschen was umzubauen, aber das. Naja, wo ist denn der Bums? Meine Fresse! Was suchst du überhaupt? Ich habe eine Schatzkarte und ich habe den Platz gefunden, aber ich finde den Schatz nicht. So. Der ist auch noch genau am Ufer, Alter. Bin doch genau hier! Was willst du von mir? Die Schatzkarte hat ihn verarscht. Ist jetzt kommen. Ja, mit den Shader sieht das schon echt aus, muss ich sagen. So. Nice, jetzt ist mein Pickaxe kaputt. Ach Junge. Hallo, kriege ich auch mal so einen scheiß Setzling hier raus? Nope. Gar nicht, nice. Wollt ihr gerade die ganzen Blätter ab, weil ich keinen scheiß Setzling kriege? Nee. Ah, jetzt. Muss doch genau hier sein. Genau auf dem Fleck. Ist er nicht. Das ist Stefan. Stefan Geist, ich dachte schon, ich sehe Geister, aber dann ist da Stefan. Weißbrot. Ja. Was, er sieht Weißbrot? Hab ich mir jetzt ganz gut überlegt, sehe ich gerade. Verdammt. Das ist aber ein enges Türchen hier. Achso, das ich wird ein hab, Haus. Ja, ich. Nee, das wird nicht, eigentlich nicht mein Haus. Das soll ein Turm werden, aber ich muss hier noch irgendwie so überlegen, wie ich das weitermache. Der schiefe Turm von Pizza. Richtig, der schiefe Turm von Pizza. Sollten wir unser Dörfchen hier, was dann später eine Stadt wird, wahrscheinlich irgendeinen Namen geben? Deine Mom. Okay, willkommen hier in deine Mom. In deiner Mom. In deine Mom, in meiner Mom. Nein. Nein, nein, nein. In deine Mom vor allem. Der Mom. Deine Mutter. Ein Wort für die Frau.
Als ob der fucking Schatz so tief ist, das kann doch nicht sein. Niemals. Wo ist denn hier der Eingang hin zum Dorf? Ja, das muss ich mir nur überlegen, wie ich das mache. Den gibt's gar nicht, doch über Wasser, den gibt's noch. Jetzt baut der meine Wand ab. So, Eingang. Na ja, Stefan, was hast du denn erwartet? Stefan, bau den Schutz mal. Denn ich sehe euch vor mir. Aber er hat dazu gelernt, er baut aus Stein. Schade. Moment mal, was heißt das schade? Ja, schade. Willkommen zum Sport. Wer ist denn eigentlich da hinten? Ah, da ist der Johannes. Ja, nein. Der Schwerverbrecher. Ah, so. Da. Was machst du da eigentlich? Große Baumfarm. Und ich will da Gras hin haben, deshalb, ja. Bit? Oh, es fängt an zu wachsen, das ist schon mal gut. Wurden Fehler gemacht. Was hast du jetzt gemacht? Möglicherweise bin ich gerade unter dem Lavasee. Unter? Solange du ihn nicht angegraben hast, ist alles gut. Ja doch, genau Bild. Das mache ich. So selbstbewusst, ja, selbstsicher, das mache ich gerade. Ich bin hier genau an dem Fleck, an dem Ufer von dem Meer, mitten im Lavasee. Das ist ja echt amazing. Ja, damit die Dorfwohner dann noch nicht hinkommen. Deshalb habe ich das gemacht. Ich muss dann auch absperren. Wie wär's mal mit einem Tor? Ja, die Dorfwohner können das Tor doch aufmachen, du Horst. Und so können Tor. Sie da drüber laufen. Tor in München. Was? Ja. Leute. Ich schwöre bei Gott, wenn ich den Schatz finde und es mich nicht umhaut, Alter, dann. Boah. Hast du es überlebt, würde ich sagen. Sag mal, in gestrandeten 1 hatten wir am Anfang noch eine. In dem gestrandeten hatten wir doch am Anfang gar kein Glas, ne? Das war Johannes hatte sicher kein Glas. Glas komplett. Oh. Ja gut, er hat ja auch die halbe Insel abgebaut, gefühlt. Ja, vielleicht hatten wir deshalb kein Glas. Idiot. Doch, das muss gestrandet 1 gewesen sein. Da war irgendwann der ganze Sand in der Umgebung aufgebraucht. Logisch, wenn man da unten eine Glaskuppel hatte. Yay, nächste Pickaxe kaputt, Alter. Chris, komm, geht die richtig salzig raus heute. Ja, Junge, das kann doch nicht sein. Was soll denn dieser verfickte Schatz sein? Alter, im Singleplayer habe ich 5 Sandblöcke abgebaut und dann war der da. Halt. Wie komme ich denn hier raus? Also aus hier nicht. Wo bist du denn? Ich sollte mal überlegen, wo ich das Stadttor hinsetze. Ich glaube, das wäre doch eigentlich hier ganz praktisch, oder? Komm mal dahinter. Ja, machst jetzt halt mal da einfach ein Loch rein. Ja. Und ich überlege mir das, wie ich das dann nur brauche. Okay. Oh. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal eine Leiter und ein bisschen. Was? Kein Sand mehr? Oder hat irgendeiner Sand genommen von mir? Ja, achso, ne, genommen nicht, aber also, ich habe jetzt hier ganz heiß Sand gefarmt, seitdem ich den Schatz suche. Dachte ich hätte nämlich nur Sand, aber der Sandmann, versteh mal. Egal, was wollte ich? Achso, genau, Leiter wollte ich. Nice, jetzt die Schaufel auch noch kaputt. Oh, nicht mehr runtergefallen.